Herren. Augustiner, die wir unter uns haben. Wie gesagt, der dritte grüßt aus Amerika, Kammersinger Walter Perry. Aber zwei habe ich da, den Maxi Böhm, Sisi Kran, Hugo Wiener. Maxi, komm her, ich freue mich, Servus, dass du mal bei mir bist. Guten Abend am Samstag. Servus, lieber. Das muss ich wohl gehört haben. Das muss ich wohl gehört haben. Du sag aber, es sind doch Wochen, Monate, Jahre vergangen. Jahrzehnte auch, kann man sagen. Dass wir zwei nebeneinander auf einer Bühne gestanden sind. Naja, wie die Tigelei noch war, wie das Fernsehen noch nicht mein uns Gott diese... Ja, wir haben uns die Kinoschnallen in die Hand gegeben. Weihnachten, Silvester, wie... Im St. Leiten-Kino hast du mal um 2:30 in der Früh zu mir gesagt, alles Gute fürs neue Jahr. Da habe ich gesagt, guten Abend, meine Damen. Da habe ich gesagt, 2:30 in der Früh ist. Aber schon am 16. Vorstellung. Na, jetzt spielst du Theater, Maxi? Ja, Theater in der Josefstadt, also das Kammerspiele, das zweite Haus. Wunderbare Rollen. Jetzt gehen wir schon auf die 100. Vorstellung zu von Weekend im Paradies. Sehr schön. Und macht mir eine Riesenfreude. Das glaube ich. Ja, und der liebe Augustin, das ist ja was Wunderbares. Hat mich wirklich... Es soll auch nicht so sein, aha, der macht Lachen, da gibt mir den lieben Augustin und so. Sag mal, macht sich doch Gedanken über seinen Beruf, besonders wenn man schon längere Zeit dabei ist. Was denkst denn du so über den Gedanken, lieber Augustin? Naja, da könnte man fast ein bisschen philosophieren darüber. So im Volksaberglauben denkt man, das ist ein Leichtsinniger, so ein Musikant, so ein Luftikus, der über nichts nachdenkt, der fällt da in die Pestgrube rein, steht am nächsten Tag auf, singt ein Liedl, geht wieder weiter und so. Ja. Ich sehe das ein bisschen anders, da ist viel mehr drin. Da ist drin der... genau weiß, dass er in einer Misere drin ist. Der singt ja alles ist hin, der muss ja Bescheid wissen, er ist ja nicht deppert. Und ich würde das so aufnehmen, also absolut ganz positiv, ob man jetzt Bestgrube sagt oder Unglücksschlag, Schicksalsschlag oder ja. Depression ja, oder was. Ja, ja. Wenn man wo reinpurzelt in so eine Grube, weitermachen, nicht aufhören, nicht aufgeben. Ja, und daran liegt es, denn es kommen nicht nur schöne Neuigkeiten, es kommt ja, dass wer dagegen ist, dich nicht mag und leider, kann. Leider, ja. Ja, wie bringt man denn das Publikum eigentlich, dazu, was man so haben will? Einmal zum Weinen, einmal zum Lachen, das ist in Anführungszeichen gesagt, aber dass sie überhaupt mit dir lachen, wie macht man das? Da eigentlich kommt so ein Stadium, wo man dann sich Gedanken macht über das Publikum, du genauso natürlich. Man steht auf der Bühne, schaut runter, genauso wie die mich anschauen, schaue ich doch hinunter und denke mir, aha, der sitzt jetzt neben dem die Fiers weh, der ist schon mit, der möchte schon heimgehen und so. Man sieht genau an den Gesichtern, wer sofort mitgeht mit mir, mit dem, was ich da erzähle. Und soll ich das, ein kleines Gedicht, das sei so, lieb, so im Sinne von, im Stile, sagen wir, von Fritz Grünbaum, wie der das heute, Sie müssen sich das so vorstellen. Genau wie Sie mich sehen im Glanze der Lichter, schaue ich doch hinunter und sehe die Gesichter. Bisher hat man taktvoll darüber geschwiegen. Da sitzen oft paar und die stören das Vergnügen. Es sind nicht sehr viele, die uns unbewusst schaden, aber wie sie das tun, will ich Ihnen verraten. Da wären zum Beispiel Besucher zu nennen, die ewig Blasierten, die alles schon kennen. Die lachen nicht, wenn sie auch innen zerspringen. Die denken nur, mein Gott, was wird der schon bringen? Man sagt guten Abend, die sind schon empört. Der sagt guten Abend, der sagt hab ich schon gehört. Dann lachen sie sehr und zu Hause wird geklagt, der Böhm hat schon wieder guten Abend gesagt. Doch will ich vor allem auch jene erwähnen, die sich auch am Abend nach dienstlichem sehnen. Die sind mit Beruf und Geschäft so verbunden, sofort ist die heitere Stimmung verschwunden. Wir nehmen nur an, dieser Herr ist Dentist. Wie soll ich da wirken als Kabarettist? Was nützt von den Witzen die zündendste Bombe? Der schaut, wann ich rede nur, wo ist die Plombe? Vielleicht sitzt ein Herr vom Finanzamt bei Ihnen, der denkt sich sofort nur, der Böhm muss verdienen, der zählt alle Leute, die Preise sind teuer, der multipliziert sich das aus mit der Steuer. Was braucht er den herrlichsten Witz von der Erde? Ihn kümmert die Meldung an seine Behörde. Er hat von Humor, wie ich sehe, keine Ahnung und morgen hat jeder, der hier sitzt, die Mahnung. Mir wird schon ganz heiß von der blöden Geschichte, das sehe ich schon wieder, ein ernstes Gesicht. Denn statt auf die Zunge die Rede zu achten, tut einer am Schuh nur die Zunge betrachten. Ein Schuhmacher, der den Gedankengang koppelt, sein einziges Urteil, der Schuh kehrt gedoppelt. Ja, glauben Sie, dass der meine Witze kapiert, wo ihn doch mein Auftritt nur so interessiert? Wie soll ich vom Schuster den Beifall erzwingen? Ich kennt ihm nur O Sole Mio vorsingen. So sinnlos ist, wenn ich vor Wut mich verzehr. Meine Schuhe sind hin und das Herz ist so schwer. Auch kann das Benehmen der Frau mich befremden, die Näherin sein soll für männliche Hemden. Mein Hemd
wie das Hemd, es ist kaum zu ertragen. Man hat das Gefühl, es geht um meinen Kragen. Die denkt sich, na hören Sie, was sind das für Sitten? Den Kragen haben's bestimmt von dahin ausgeschnitten. Oh, wundert euch nicht, wenn Berufsinteressen euch lassen die Wirkung des Künstlers vergessen. Und wie der Herr Schneider sich anschaut, die Hosen, begutachtet der Juwelier die Proziosen. Und statt dass er aufpasst auf witzige Dinge, schaut der auf Manschettenknöpf, Uhr und die Ringe. Der Ring, ein Geschenk von der Frau an den Gatten. Der Stein hat bestimmt keine 12 Grad im Schatten. Statt einem Motorroller schenkt sie ihm Steine, weil falsche Motorroller gibt es noch keine. Die Uhr an der Hand vielleicht gar nicht so schlecht ist. Das Glas ist das Einzige, was dabei echt ist. Der Uhr fehlen zwei Steine. Man müsste das so aufbauen, zum Drunterlegen einer und einer zum Draufhauen. Doch habe ich jetzt ungerecht sehr übertrieben. Es sind schon noch einige übrig geblieben, für die sich die einzelnen Worte verlohnen. Und das in dem Ganzen genau drei Personen. Der erste passt auf, doch er ist nicht humorig, er ist nur Direktor vom Kurs für Rhetorik. Na, der sollt mein Schüler sein, denkt er voll Zorn. Der kann ja nicht reden, zu wenig nach vorn. Wie klingt der Vokal aus dem Hals dieses Toren? Auch hier kommt mein Witz in die unrechten Ohren. Der zweite, der lacht und der ist amüsiert. Das Unglück ist nur, dass er stenografiert. Der denkt sich, der Böhm wird doch einmal im Jahr was Neues erzählen und er braucht Repertoire. Es bleibt nur noch einer, der ist ideal. Der lacht und der lacht wie kein anderer im Saal, hat keinen Beruf, der ihn irgendwie hindert, hat nichts, was die Aufmerksamkeit ihm vermindert. Er lacht und er lacht in der siebenten Reihe. Der einzige Fehler, das ist ein Malaie. Versteht nicht ein Wort, was der Komiker witzelt. Er lacht, weil der Hut von der Nachbarin kitzelt. Jetzt frage ich mich eines mit zitternder Seele, wozu stehe ich überhaupt da und erzähle? Humorist sein, das Traurigste, was man erschuf, ist? Jetzt sagen Sie mir selber, ob das ein Beruf ist.